Immer wieder gibt es Konflikte um die Rigaer Straße 94. Am Hausprojekt in Friedrichshain scheiden sich die Geister. Doch das, was da heute vor Gericht passiert ist, war ein ziemlicher Pauken, um nicht zu sagen Tiefschlag für die Berliner Politik. Das Landgericht stellte nämlich fest, dass die Teilräumung rechtswidrig gewesen sei. Norbert Siegmund erlebte die Reaktion darauf hautnah mit. Partystimmung trotz massiver Polizeipräsenz vor dem Landgericht. Applaus für den Anwalt des Vereins Freunde der Kaderschmiede Kultur im Kiez für den soeben erreichten Erfolg. Denn, so das Gericht, die teilweise Räumung der Rigaer Straße 94 war nicht durch das Gesetz gedeckt. Der Verein hatte glaubhaft gemacht, dass er, wenngleich ohne Mietvertrag, die Räume seit Jahren besitzt, also berechtigt nutzt. Es folgt ein Versäumnisurteil, weil von der Eigentümerseite einer britischen Investmentfirma niemand erschien. Womöglich wegen Bedrohungen, wie der Innensenator glaubt, vielleicht aber auch, weil die Eigentümer wussten, dass sie hier verlieren. Der Verein hatte die Räumlichkeiten inne seit langer Zeit. Und dann sieht der Rechtsstaat es so vor, dass man dann gegen den Besitzer eine Räumungsklage anstrengen muss und dann mit Gerichtsvollzieher so eine Räumung vorantreiben muss und nicht, wie das hier der Eigentümer, diese Londoner Firma, in Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei und Herrn Henkel gemacht hat, gegen rechtsstaatliche Grundsätze einfach so zu kommen, eines Morgens die Türen aufzubrechen und den Besitz zu entziehen. Die teilweise Räumung durch Bauarbeiter Ende Juni unberechtigt. Politisch vor allem deshalb brisant, weil 300 Polizisten die laut Gericht rechtswidrige Aktion sicherten. Warum schützen Sie Menschen, die unberechtigt diese Räume betreten, aufbrechen, Einbrecher? Nach unserer festen Überzeugung, das war am 22. Juni so und hat durch den heutigen Tag auch keine Veränderung erfahren, hat die Eigentümerin des Hauses berechtigt Zugang zu eigenen Räumen genommen. Das war natürlich eine Entscheidung, die innerhalb der Polizei Berlin diskutiert, erörtert, rechtlich geprüft wurde. Das ist Ersuchen der Hausverwaltung und insofern vor dem Hintergrund dann die Entscheidung zu treffen, diesem Ersuchen nachzukommen, weil es keinen berechtigten Zweifel daran gab, dass der Eigentümer auf legaler Grundlage seine eigenen Räume mit den Bauarbeitern tatsächlich bearbeiten und sanieren lassen wollte. Statt eines gerichtlichen Räumungstitels reichte also das Wort eines Hausverwalters. Wegen ständig wechselnder Eigentümer konnte der Kulturverein hier 20 Jahre lang unbehelligt arbeiten. Dann wurden in dem Haus, so zeigen uns Mitglieder, Türen rausgerissen und ausgetauscht. Das Mobiliar des Vereins entsorgt. Selbst die Kücheneinrichtung, in der unter anderem für Flüchtlinge gekocht wurde. Also das war die ehemalige Küche der Kaderschmiede und wie man sieht, ja komplett entkernt. Auch der Koalitionspartner geht nun auf Distanz zum Innensenator. Dass ohne einen Räumungstitel eine solche Aktion gestartet wurde, eine solche doch massive Aktion, das wundert uns sehr. Und da erhebt sich die Frage, wie ein privates Interesse, ohne eine titulierte Forderung zu haben, mit einem solchen Aufgebot dann unterstützt werden konnte. Ich denke, Herr Henkel hat jegliches Maß verloren und der muss sich wirklich fragen lassen, ob er als Innensenator weiterhin für die Berlinerinnen und Berliner, für die Themen innere Sicherheit verantwortlich sein kann. Nach der fragwürdigen Polizeiaktion war die Lage eskaliert, kam es zu Brandstiftungen und heftiger Randale. Nach dem Urteil heute noch mehr Polizei in der Rigaer Straße. Der Innensenator, der stets den Rechtsstaat beschwört, nun mit dem Vorwurf konfrontiert, ihn beschädigt zu haben. Tja, bei mir ist jetzt der Innensenator Henkel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Nach dem Gerichtsentscheid heute muss man sich fragen, warum haben Sie sich und warum hat sich die Polizeiführung und überhaupt nicht schlau gemacht? Warum sind Sie, ohne dass Sie etwas Schriftliches in der Hand haben, da vorgerückt und eingerückt? Ich finde, nach dem heutigen Urteil muss man sich zunächst die Frage stellen, wie ist dieses Urteil zustande gekommen? Es ist ein Versäumnisurteil. Ein solches Urteil kommt zustande, wenn eine Seite vor Gericht nicht vertreten ist. Und wenn ich den Medienberichten Glauben schenken kann, dann ist der Anwalt des Hauseigentümers heute nicht vor Gericht erschienen, weil er sich bedroht fühlte. Und wenn das so ist, muss ich sagen, ist das ein Zustand, der fassungslos macht, dass in unserem Rechtsstaat Rechtsanwälte sich nicht mehr vor Gericht trauen, weil sie eingeschüchtert und bedroht werden. Das ist ein Zustand, der macht fassungslos. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und dennoch aber stimmt die Einschätzung nicht ganz so von Ihnen. Denn die Richterin hat ganz klar gesagt, auch wenn die Eigentümerseite vor Gericht erschienen wäre, hätte das keinen Einfluss gehabt auf den Ausgang des Urteils. Die
Räumung war illegal, weil nämlich zugleich festgestellt worden ist, dass die Kläger Besitzansprüche an die Räume hatten. Also, es bleibt dabei, die Räumung war illegal und Sie sind dennoch vorgegangen? Das behaupten Sie, die Rechtsauffassung der Polizei? Nee, das haben heute alle Experten gesagt. Naja, alle Experten. Ich habe heute den Tag über auch mit vielen Experten gesprochen. Wir sind gefahrenabwehrrechtlich dort reingegangen. Das habe ich in der Vergangenheit immer gesagt, weil es darum ging, den Schutz der Bauarbeiten vor Ort zu sichern. Das hat die Polizei gemacht. Das ist unsere Rechtsauffassung, das bleibt sie auch. Und deshalb bleibe ich auch bei meiner Auffassung, ich stehe voll und ganz hinter diesem Polizeieinsatz. Kann denn der Innensenator das Recht einfach umdeuten für sich? Es geht nicht um die Umdeutung von Recht, sondern es geht darum, dass wir eine andere Rechtsauffassung haben. Und im Allgemeinen Sicherheit- und Ordnungsgesetz ist die gefahrenrechtliche Abwehr geregelt. Und darauf hat sich die Polizei bezogen und für den Einsatz noch einmal meine volle Rückendeckung. Dann sehen Sie keinerlei Problem jetzt, weder für Sie persönlich noch für die Polizeiführung? Nicht die Zeit für personelle Konsequenzen? Na, überhaupt nicht. Noch einmal, es ist ein versäumtes Urteil. Das heißt, es erging gar kein Urteil in der Sache. Nun warten wir doch mal die Rechtswege ab. Ich bleibe erst einmal bei meiner Einschätzung, dass ich es furchtbar finde, dass ein Rechtsanwalt sich nicht vor Gericht traut, dort nicht erscheinen kann. Deshalb musste es ein solches Urteil geben, weil der Richterin gar keine andere Wahl blieb. Ich finde, das ist der eigentliche Skandal. Ja. Dass Linksautonome hier bestimmen, wie unser Rechtssystem zu funktionieren hat, das ist doch der eigentliche Skandal und nicht ein Polizeieinsatz. Also ich bitte Sie, wir würden ja hier sozusagen alles auf den Kopf stellen, was uns recht und billig ist und was uns heilig ist. Nämlich die zivilisatorische Errungenschaft, dass man vor Gericht Streitigkeiten austragen kann. Wenn eine Richterin heute feststellt, dass die Räumung illegal war, dann werden sich viele fragen, daraufhin hat sich in Berlin eine Situation entzündet, eskaliert, ob das nicht zu von vornherein zu verhindern gewesen wäre. Also, ich bin der Auffassung, dass das durch das ASOG gedeckt ist. Die Polizei ist der Auffassung. Jetzt kann man darüber juristisch streiten. Ja, ich sage noch einmal, liebe Frau Böhme, noch einmal. Das entschuldigt doch all nicht das, was am Wochenende passiert ist. Über 100 verletzte Polizisten, das ist doch nicht zu entschuldigen. Das und ist doch ganz der Skandal klar. Der bleibt Thema noch unserer Berichterstattung, Skandal. Natürlich, das haben wir genauso verurteilt, das ist nicht hinzunehmen, wenn solche Eskalationen passieren und wenn Polizisten angegriffen und werden. Der Rest wird vor Gericht geklärt. Die Frage, heute hat sich die Opposition verständlicherweise in Wahlkampfzeiten natürlich noch einmal auf Sie eingeschossen, aber auch aus der Senatskanzlei war es ruhig, auch Ihr Parteifreund Thomas Heilmann, der Justizsenator, hat sich jetzt nicht öffentlich vor Sie gestellt. Wird es jetzt einsam um Sie herum? Das ist doch Unfug. Der Justizsenator hat ganz klar erklärt, was ein versäumtes Urteil ist und was es bedeutet. Das ist auch richtig so. Die Senatskanzlei hat erklärt, dass sie nicht involviert war. Das ist auch richtig so. Und insofern Wahlkampf hin oder her. Ich bleibe bei meiner Auffassung. Und das werden die Richter klären. Punkt aus. Die Richterin gab heute noch Ihnen mit auf den Weg, dass es an der Zeit wäre, doch das Gespräch zu suchen. Werden Sie das ignorieren oder dem folgen? Da bleibe ich auch bei meiner Haltung. Ich wüsste gar nicht, mit wem ich das Gespräch führen sollte. Ich habe gestern Gesprächsbereitschaft für die Polizei signalisiert. Das tut sie auch. Insofern ist die Debatte, dass es keine Kommunikation gibt zwischen der Polizei und den Anwohnern, eine Phantomdebatte. Die gibt es von Anfang an, weil ich auch von Anfang an gesagt habe, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sich normale Anwohner der Rigaer Straße beeinträchtigt fühlen durch einen solchen Polizeieinsatz. Und ich habe auch gesagt, gestern deutlich gemacht, wir müssen besser erklären, warum wir eigentlich da sind. Und das tun wir. Ich habe eine Telefonnummer eingerichtet im entsprechenden Abschnitt, damit sich die Menschen an die Polizei wenden können, wenn sie Fragen hat. Wir werden mit Flugblättern verstärkt nochmal in die Gegend gehen, um besser zu erklären, warum wir vor Ort sind. Und der Rest, das werden Gerichte klären, da bin ich ganz sicher und im Übrigen auch ganz gelassen. Sagt der Innensenator. Dankeschön, Herr Henkel, für das Gespräch. Sehr gern.